Ja, so, moin Leute oder mittlerweile guten Abend hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Immer noch unterwegs mit dem Tobi und der Bunkerkatze vom Bunkercat TV. Ist unsere gemeinsame letzte Location und wir werden hier gerade aufgegessen von Mücken, unendlich vielen. Und wir haben hier nochmal 4 Bunker auf einem Gelände. Die ziehen wir uns jetzt auch noch rein. Also bleibt dran, bis gleich. Ciao. Robin, erzähl den Zuschauern mal, was du da jetzt machst. Ich ziehe mir Handschuhe an. Wegen dem engen Spalt da unten? Wegen dem engen Spalt da unten. Aha, was hast du denn vor mit dem engen Spalt und den Handschuhen? Ich werde versuchen, meinen kompletten Körper dort einzuführen. Oh, das klingt gut. Da sind wir mal gespannt. Hauptsache, ich komme hier weg von diesen ganzen Mücken. Ciao. So, Robin, mit Füßen zuerst oder was? Ich gehe davon aus. Ne? Robin, das sind Mücken, jetzt stell ich mal nicht so an. Sie hat mir aber in den Rücken gepiekst. Bist du da unten weg? Na los, runter ja, mit ja. dir. Also nicht, ja, ich weiß ja nicht, wo du bist. So, Robin, jetzt mal. Ah, sie packt mich an. Sie berührt mich. So, und jetzt einfach nur runter, oder was? Gleitest du langsam runter, ich stütze dich mit ein wenig, ja? Ich soll gleiten, hat sie gesagt. Hast du Butter dabei, Robin? Was? Hast du die Butter dabei? Butter! Hast Wurstsalat aufgetragen. Ich glaube, mir hat gerade eine voll ins Auge gestochen. Alter, ey, das hält sich echt nicht aus. Boah, ey. Das Angebot mit dem Mückenspray steht noch. Ja, ich wäre eher so für eine Dose Bremsen rein hier und Feuerzeug. Dann könnte ich ihn aufräumen, ey. Alter. Vorsicht. Ja, das ist gut. Ach, das ist eine Treppe hier. Ich dachte, das wäre ein Leiter. Robin, bist du drin? Gib mir 5 Minuten. Bin ich schon drin oder was? Robin, frag mal jetzt den Bunker, ob der auch was spürt. Es ist ein sehr freizügiges. Okay. Also so eine links Salam ist Freude, Freude, Freude. Rechts ist Freude, Freude, Freude. So, tu mir die Kamera. Ja, die ist immer noch eingeschaltet, um den ganzen Blödsinn aufzunehmen. So, dann. Ich folge dir einfach mal. Also hier handelt es sich um Kraftstofftanks bzw. Lager. Mhm. Diesel und Benzin. Auch alles von den Sowjets übernommen. Wir sind nämlich auf der Heeresversuchsanstalt der Nazis. Oh. Ja, und hier wirst du schon erstmal von ein paar Gammelstühlen begrüßt. Schön. Und hier kannst du jemanden von deinen Kacken zugucken. Boah, das ist aber noch so ein richtig schöner alter Donnerbalken, ne? Warum liegt denn da Stroh? Das ist eine verdammt gute Frage. Ja, Leute, Wahnsinn. Hier ist noch so ein alter Schaltschrank. Hier ist sogar noch mit so einem dicken An- und Ausschalter und Sicherung. Diese alten Stühle, die hier stehen, ich glaube, die sind bestimmt auch noch aus der Zeit, wo das hier in Betrieb war, so wie die aussehen. Weil hier kriegt man auch durch den Eingang zumindest mal keine Stühle mehr rein. Hier kannst du übrigens auch die kleine Leiter runterklettern, dann kommst du gleich in einen separaten Raum. Aber du kannst ihn auch von unten durch ein Loch betreten. Und dort findest du sowas wie Tagestank für Kraftstoff. Oh, cool. Ich bin gespannt. Und sogar ein altes Papierheft. Schon ausgeblichen, aber man sieht noch einigermaßen die kyrillische Schriften so durchblitzen. Das ist schön. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir folgen der Katze einfach mal und schauen uns hier ein wenig um. Aber wir stehen quasi schon in dem Tank, ne? Das ist sowas wie ein Lager, ein Depot. Also so genaue Nachnutzung kann man jetzt auch nicht sagen. Weil ich meine, hier kann ja nichts drin, nicht rum sein. Also ist was ganz anderes wie der Ölprinz. Mhm. Ja, ist auch noch so richtig viele alte Leuchten. Oh ja, das sind Öllampen noch, ne? Oder? Ich warte mal, hier ist ein Kabel tatsächlich. Genau, tatsächlich, guck mal, mit der Ölfassung. Genau, genau, ist eine Fassung drin, ja. Sehe ich es auch. Kommst du auch noch mal rein? Ja, okay, hier ist Holzboden auf jeden Fall drin. Das heißt eigentlich, dass hier
in diesen, was jetzt erstmal aussieht wie so eine Art Tank, weil es so rund aufgebaut ist. Ja, durch das Holz hier würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, dass hier nichts gelagert worden ist an Kraftstoff, zumindest mal hier nicht. Hier müssen wir definitiv aufpassen. Ich sehe da drunter ein Loch und sehr viel eingestürzten Boden. Hier ist aber noch ein Querbalken drunter. Den sieht man da, da trete ich jetzt mal drauf. Ah, okay, und es geht auch nicht weit runter. Das ist einfach nur, ich denke mal, das ist einfach nur so eine Art Versorgungsschacht für Kabel oder sonstiges mal gewesen. Werfen wir hier nochmal einen Blick rein. Ja, keine Ahnung, was war das denn mal? Das hat auf jeden Fall ein bisschen was von einem Büro und eher von einem abhörsicheren Bunkeranlage, ne? Durch diese ganze Akustik versuche hier mal irgendwas aufzufangen, ne? Hier ja, kannst hier du dich ist, auch. Hier ist tatsächlich gar nicht so ein lauter Schall, ne? Also ja, das war jetzt in der anderen Lokal über extrem. Ja, aber wenn du jetzt hier draußen bist und dich versuchst zu unterhalten, du hörst ja, wie meine Stimme sich hier überall verbreitet. Lass es mal ein paar Leute machen. Ja. Also diejenige Person, die versucht hier irgendwas abzuhören, vor allem während eines Betriebs, wenn die Motoren laufen, ja, du wirst nichts mehr verstehen. Das ist richtig. Wir sind ja hier nur zu zweit, wir waren hier schon zu fünf, zu sechs und es hat einfach nur noch unmögliche Schall. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, hier in diesem Bereich ist der Schall auf jeden Fall nicht so extrem. Das erklärt natürlich auch vielleicht diesen Holzboden, ne, dass der Holzboden an sich und die Holzwände den Schall ein wenig ja, schlucken quasi. Ja, wir haben jetzt einmal hier diesen inneren Kreis, sage ich jetzt mal, mit dem Holzboden. Dann diesen mittleren Ring, wo wir gerade die Leiter runtergegangen sind. Und jetzt haben wir hier tatsächlich nochmal einen äußeren Ring, der auch noch mal einmal komplett außenrum wahrscheinlich führt. Also hier kommen wir jetzt quasi wieder in den Haupteingang, den wir gerade von dem Feldweg gesehen haben. Ah, okay. Da sind wir gerade drüber gelaufen hier oben. Genau. Und hier kannst du übrigens in den also in diesen kleinen Kammer reinschauen, da wo der Tagestank steht. Ja, ja, stimmt, da vorne das rostige Ding. Für die Dieselgeneratoren. Ja. Aber die Motoren sind alle weg, ne? Lass mich mal gucken. Nee, hier steht tatsächlich was drin. Echt? Ja. Das ist ja schön. Aber warte mal, die Leiter habe ich doch gerade von oben gesehen, oder? Genau. Wir gehen am besten gleich nochmal die Treppe runter und dann gucken wir uns das da von da nochmal ein bisschen genauer an. Lüftungsanlage, elektrische Batterien. Aber hier oben, die ist nochmal Holz verkleidet. Ne? Deswegen schallt das hier auch nicht so. Mhm. Weil wenn das jetzt nackte Betonwände wären, würde hier der Schall komplett wieder zurückkommen. Aber dadurch, dass das eine verputzte Holzdecke ist, denke ich mal, so wie es aussieht, ja, wird der Schall halt ziemlich kontaminiert hier drin. Da steht noch eine alte Schaufel. Ja, und hier ist der Haupteingang. Den wir leider nicht nutzen können. Gut, ich würde sagen, wir klettern jetzt gleich die kleine Leiter nochmal runter, wo wir reingekommen sind an dem Eingang. Und dann gucken wir uns unten nochmal den Generator mit diesem Tagestank an. So Leute, jetzt sind wir in diesem Tagestankräumchen drin. Ich habe hier noch 4 Stufen, glaube ich. So. Unten sind wir. Hier ist dieser kleine rote Tagestank, so wird er genannt, der den Generator hier oder die Heizung, Generator, Heizung, ich weiß es nicht genau, Lüftung, nee, ich glaube, hier ist so eine Art Brennkammer drin und hier haben wir Rohrleitungen, die ich denke mal für die Frischluftversorgung da waren. Und dann ist hier die frische Luft reingekommen, wurde hier drin aufgeheizt, wahrscheinlich mit Diesel. Und ging dann in diese Kreisräume, wurde dann halt reingedrückt. Sehr interessant. So, mein Akku ist jetzt fast leer. Wir verlassen diesen Bunker jetzt wieder und wir sehen uns vor dem nächsten Bunker. Bis gleich.
So, Robin, erzähl den Zuschauern mal, was du da machst. Ich versuche mich durch diese Lücke zu quetschen. Und warum bist du noch nicht drin und ich schon? Ich bin noch der dickere von uns. Weil. Oh Gott. Macht auch Sinn jetzt tatsächlich. Deswegen bin ich auch nicht drauf. Oh, bitteschön. Danke. So, ich glaube, bei der Katze ist das nicht so spektakulär wie beim Stefan. Ja gut, du kannst auch mit dem Fuß hinten auf das Rohr wahrscheinlich drauf kommen. Ja, sie hält noch, aber ich würde nicht draufsteigen. Moskitos. Oh Gott, ey. Alter, ich kann mich nur kratzen, ey. Glaubst du das? So, Leute, wir sind alle drin. Bis auf der Tobi. Wegen der Verletzung am Finger wird er nicht mitkommen. Ja, ich hoffe, hier unten wird das ein bisschen besser mit den Mücken. Und jetzt sind wir quasi auch wieder in so einem Rondell, sag ich jetzt mal. Das meintest du mit den drei Wegen, ne? Wahrscheinlich. Ja, hier ist das tatsächlich ähnlich aufgebaut wie in dem anderen. Na, also zum Beispiel schon im ersten, das ist noch von einem Sowjet, Dieseltreibstoff Nummer 3. Ja. Hier hast du nochmal die Warnhinweise, die sind schon alt und abgerissen bzw. abgeblättert. Und das sind auch bloß diese Piktogramme, die wir auch heute noch nutzen. Ja. Also hier steht tatsächlich noch, dass hier Dieselkraftstoff gelagert worden ist oder Benzin. Ich weiß jetzt nicht, welches das jetzt ist, aber ich kann mir auch vorstellen, das ist hier, also hier riecht es auf jeden Fall extrem nach Kraftstoff. Und das hier vielleicht an und für sich nur Fässer, obwohl das sieht aus wie so ein Einlauf und das sieht aus wie so eine Absaugung. Könnte aber auch für Sauerstoff sein tatsächlich. Ne? Hier haben wir noch mal Sprossen nach oben, die aber weiter oben hinzugemauert sind. Und hier ist eine sehr extreme Akustik drin auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hört genug auf der Kamera. Gesehen, das war vom 12.04.1950. Ah, und geht aber das Diesel auf der anderen Seite und hier steht Benzin. Also vermutlich haben sie ja an einer Wand entlang Benzinfässer gelagert und an der anderen Wand entlang die ganzen Diesel. Und hier hat man vielleicht sogar eventuell von oben die Fässer befüllt. Also sprich, oben kamen die Fahrzeuge, die voll mit Kraftstoff waren, und dann haben sie hier über eine Leitung das Ganze auf die Fässer verteilt. Oder aber auch wieder rausgepumpt. Genau, weil hier sind ja auch noch weitere zwei Bunker auf dem Gelände, von denen wir definitiv wissen, und die mussten ja auch irgendwie mit Treibstoff versorgt werden, und das hier war vielleicht sogar das Depot. So genau kann man es leider nicht sagen, weil so richtig Geschichte hat man dazu hier auch nicht. Aber das spricht für sich selber. Und hier hast du nochmal so eine. Und hier hast du sogar so eine kleine Eingerbung an der Wand von dem Datum. Ja, hier steht nochmal 12.04.1950. Und hier steht es auch sehr extrem drin. Und nicht nur nach Kraftstoff. Ja gut, das kann tatsächlich sein, dass hier oben dieses Röhrchen tatsächlich hier besser gefüllt worden sind, die dann hier gelagert worden sind, obwohl, warte mal, das ging mal durch, ne? Das war mal verbunden, das ist nachträglich kaputt gegangen. Schwierig. Jetzt, wenn du drüber guckst, da siehst du noch den Himmel. Ist ja schon fast dunkel. Ja, Tatsache, ne? Ist noch eine Außentür. Ist ja nicht zufällig offen, ne? Alle, das ist ein Gitter, wo ich sehe es hier. Ja, kann das ja nicht alles im ganzen Welt irgendwie so sein. Nein, glaube ich auch nicht. Aber das ist genau aufgebaut wie der andere auch. Außer dass hier oben diese Einkerbungen fehlen.
Aber gelagert in Flüssigkeiten und so hier einfach ohne Behälter nichts. Ne? Ja. Also wie sie gerade schon gesagt hat, mit Fässern, das kann ich mir schon eher vorstellen. Ja, ich habe mir erst gedacht, hier der Boden, der sieht so dieselgeschwängert aus. Ne? Aber ich denke mal, das ist ausgelaufen und hier und da und dort. Ja, ich denke auch vielleicht hier, dass hier einiges an Fässern auch ausgelaufen ist, je nachdem, wie lange die hier noch drin gelagert haben, auch nach der Nutzung noch. Ne? Vor allem, wenn das hier vielleicht jahrzehntelang auch ausgedünstet ist, dann hast du den Geruch wahrscheinlich auch Mauerwerk, weißt du, da drehe ich wahrscheinlich 100 Jahre oder so. Ja. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, haben wir diesen Bunker jetzt auch gesehen und wir sehen uns beim nächsten Bunker. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, wir befinden uns jetzt in dem dritten Bunker und ich würde sagen, ratzifatzi, einmal durchgelaufen. Es gibt ein paar interessante Sachen hier zu sehen und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Bunker Nummer 3. Ja, was hier schon direkt so ein bisschen ins Auge fällt, sind auf jeden Fall hier diese eisernen Torgitter, Türen, was auch immer. Hier vorne haben wir noch einmal das gleiche Gitter, aber nochmal metallverkleidet außen, so dass man nicht durchgucken kann. Hier vorne ist irgendwas zugeschüttet auf jeden Fall, ne? Würde ich sagen. Und wir gucken mal gerade hier hinten rein, bevor es dann gleich tiefer in diesen Bunker geht. Das erinnert tatsächlich an so eine Art Kohlenbunker, würde ich jetzt mal sagen, oder so ein Kohlenkeller. Man kennt es vielleicht irgendwie so, die Leute, die aus dem Ruhrgebiet kommen oder sowas, da sieht das ähnlich aus. So leichte Katakomben ist auf jeden Fall aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, da vorne sehen wir noch so ein bisschen was an Holzvertäfelung. Wir vermuten, dass hier so eine Art Büro drin war oder was auch immer. So, aber ich würde gar nicht lange um den dicken, fetten, heißen Brei herumreden, weil da hinten wird es nämlich schöner. Und wir gehen einmal da hinten durch. So, hier vorne gehen wir einfach mal durch den Durchbruch durch. Hier haben wir noch so alte Regale und ich glaube, das sind echt noch geschmiedete Werkzeuge. Hier vorne bei dieser Schippe sieht man das ganz gut, dass die teilweise sogar noch genietet ist und wahrscheinlich auch ein schmiedeeisernes Blech. Hier haben wir so kleine Nebenräume und hier sind rechts und links alte Regale, wo man auch schon sieht, wie die hier zusammenbrechen. Teilweise liegen die, ja, diese Sprossen hier, diese Bretter, schon eine Etage tiefer, als sie von oben runtergefallen sind. Ja, hier auch weitere Gewölbe, Keller, so will ich es jetzt mal nennen. Hier kommen wir so ein bisschen um die Ecke rum und hier, meine lieben Freunde, wird es doch recht interessant. Ich werde jetzt hier nicht allzu weit reingehen, aber ihr seht es ja schon, hier befindet sich noch eine ganz alte Heizanlage von diesem Komplex, der früher mal oben drüber gestanden haben muss. Und ich denke mal, das war so eine Art Versorgungsraum. Hier unten auf dem Boden haben wir tatsächlich noch so einen alten Becher und irgendeine alte Flasche. Hat zwar schon einen Kunststoffdeckel, aber ich glaube, die liegt schon ein paar Jahre hier unten. So. Hier sind wir quasi in dem hinteren Abteil dieses kleinen Bunkers. Oder ich würde es Kelleranlage teilweise echt nur nennen. Hier haben wir so Abdeckung noch wahrscheinlich von der Heizanlage, so mehr oder weniger. Und ja, hier hinten haben wir tatsächlich auch noch, gehen wir gerade in diesen Raum rein, wirklich so ein Brenner, der mit Gas, denke ich mal, betrieben worden ist, um Wasser aufzuheizen. Und ja, hier ist auch noch ein Typenschild drauf. Kann ich aber leider gerade nicht wirklich erkennen, auch nicht, wenn ich mit dem Schatten hier ein bisschen spiele von der Taschenlampe, was da alles drauf steht. So, auch hier ganz hinten ist auch noch vielleicht interessant zu erwähnen, haben wir noch ukrainische Schrift. Das kann die Bunkerkatze leider nicht ganz so genau entziffern, aber sie sagt halt, dass hier die Angestellten bzw. Soldaten sich mal so ein bisschen verewigt haben, wer hier stationiert war und von wann bis wann. Ja, auch hier haben wir noch eine weitere Heizanlage oder ich weiß es gar nicht so genau, was es genau war. Es ist mehr so eine Art Kohleofen und wenn ich hier so ein bisschen mit dem Atem hin und her rieche, meine ich auch tatsächlich etwas Verbranntes wahrzunehmen.
Hier haben wir auch noch einen Sicherungskasten für die Stromverteilung. Der Bunker hier ist tatsächlich noch aus dem Zweiten Weltkrieg und der wurde halt später nachgenutzt von den Sowjets und ja, dann irgendwann zur Wende hin halt stillgelegt. So, da hinten sehen wir Stefan und die anderen. An dieser Stelle will ich euch bitten, auch mal ein Abo dazulassen und einen Daumen auf das Video zu geben. Und wenn ihr irgendwie was zu verbessern habt oder wenn ihr eine Idee habt, was das hier ursprünglich mal gewesen sein könnte, dann schreibt es in die Kommentare. Und ich würde auch sagen, in diesem Bunker haben wir jetzt auch das Wichtigste auf jeden Fall gesehen. Ist von den Ausmaßen ja ganz okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns im letzten Bunker Nummer 4 wieder. Also dranbleiben. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, wir befinden uns im letzten Bunker Nummer 4. So, hier gibt es echt einiges zu sehen. Das ist abnormal irgendwie und sehr merkwürdig. Wie gesagt, das ganze Bauwerk ist irgendwie vor dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch schon Erster, wir wissen es nicht ganz genau, wurde auf jeden Fall im Zweiten Weltkrieg von den Nazis genutzt und wurde dann von den Rotarmisten irgendwann am Kriegsende eingenommen und dann auch quasi die Stellung gehalten, damit eine Rückeroberung die stattfinden konnte. So, hier sind wir direkt irgendwie in einem Sannbereich, so würde ich ihn jetzt mal nennen. Was stand da jetzt drauf nochmal auf dem Schild? Heizraum betreten durch Außenstände verboten. Okay, Heizraum erklären wir sofort. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Liege mit, ja, darüber ein rotes Kreuz und ein Arzneischrank, so würde ich ihn jetzt mal nennen. Hier unten liegt tatsächlich auch noch eine alte Munitionskiste rum. Wahnsinn. Und hier auf der Tafel, hier auf diesem Blech oder Holzbrett, können wir noch Dokumentation lesen. Das hang wahrscheinlich mal irgendwo da oben. So, hier sieht es erstmal ziemlich wild aus. Hier haben wir noch einen Röhrenfernseher. Der wird wahrscheinlich nachträglich mal reingekommen sein. Man weiß es nicht genau. Und gehen wir direkt weiter. Hier vorne haben wir so eine Art Hauswasserwerk. So eine Wasserpumpe, die Wasser befördert hat. Und hier steht ein großer, auch in dem Fall Kohleofen. Tatsächlich, hier wird wahrscheinlich die Kohle mal gelagert haben. Und da oben über die Rutsche wird sie reingekommen sein. Ja, gehen wir direkt hier durch diesen Durchbruch an dem Ofen vorbei. Und hier wird es nämlich auch nochmal lustig und interessant. Weil hier in diesem Bereich, neben den ganzen Wasserrohren, erkennt ihr hier auf dem Boden so Art Gewichte, Hanteln in kleineren und größeren Ausführungen. Und das hier wird mal ein Boxsack gewesen sein, der auch den Zahn der Zeit nicht mehr überlebt hat. Direkt hier vorne haben wir dann so einen zugeschütteten Bereich. Soll angeblich, hier vorne sieht man an den Holzbrettern, die da noch sind, das könnte eine Bank gewesen sein, oder das war sogar tatsächlich eine Bank, das Rötliche. Das konnte so eine Art Umkleidekabine gewesen sein. So. Ja, dann haben wir hier noch, wo der Stefan jetzt gerade in diesem Räumchen ist. Man sieht es an der Isolierung noch so ein bisschen, so einen alten Heizkessel, der auch mit Gas betrieben worden ist. Den haben wir ja vorhin schon mal gesehen in einem anderen Bunker. Hier allerdings ist er noch verschraubt. Die Anschlüsse sind tatsächlich noch dran. Und hier können wir tatsächlich was auf dem Typenschild erkennen. Wir haben, der Kessel ist von 1980 oder 88, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall auch schon nicht mehr ganz so alt wie der Rest dieser Anlage. So, hier kommen wir in einen kleinen Zwischenraum. Hier liegt auch noch eine etwas größere Munitionskiste tatsächlich rum mit verschiedenen Verschraubungen, also Schrauben und Muttern und so Flänsche. Hier sehen wir noch so eine Art Wasserhahn von den ganzen Rohrleitungen hier. In dem Raum, wo Stefan jetzt gerade drin ist, jetzt wird es interessant. Hier ist nämlich so eine Art Sauna verbaut. Hier haben wir eine Asbach-uralte Badewanne. Auch sehr schön, die auch so auf diesen Füßchen steht. Hier vorne war dann wahrscheinlich mal ja, die Sitzgelegenheiten für die Sauna. Man sieht hier auch alles. Teilweise ist das immer noch mit Holz verkleidet. Und ich vermute mal, dass das eher so eine Art ja, kleines Badehaus war von früher. Sauna, ich weiß nicht, da fehlt mir der Ofen irgendwo, ne? Richtig, die haben einfach nur die Resthitze genutzt. Ja. Nein, das war wahrscheinlich hier auch vielleicht durch diese Rohrleitungen, die hier drin verlegt sind, einfach auch warm hier drin. Na, man hätte vielleicht auch den Heizraum nehmen können, aber der hat sich vielleicht angeboten, weil er gerade frei war oder sowas. Und hat hier so ein Baderäumchen errichtet.
So, gehen wir hier durch diesen Durchbruch. Hier war eine Munitionskiste in Rot. Tatsächlich. Hier stehen auch, ist auch wiederum ukrainisch tatsächlich. Ukraine gehört ja damals noch zur Sowjetunion. Und sind das Namen oder? Nee, das ist tatsächlich kyrillisch, Spirit, Spiritus. Und ich denke mal, hier waren sogar Desinfektionsmittel und Medikamente. Aber schau mal, wir stehen hier auch auf Kohle. Ne? Also hier wurde jeder Raum mehrzweck genutzt. Ja. Vielleicht war das so im Motto Leben in der Lage. Und wir gucken, was passiert. So, hier sind wir quasi gerade reingekommen. Wir sind gerade schon einmal so ein bisschen rumgelaufen und jetzt geht es für uns hier weiter. So, wir sind jetzt direkt in den hinteren Bereich gegangen und ja, wir fangen jetzt von hinten an und gehen dann arbeiten uns dann langsam wieder Richtung Ausgang vor. Und hier stehen auch noch interessante Sachen an der Wand. Du kannst das noch einmal vorlesen, weil du kannst das echt gut. Genau, hier steht einmal an der Wand 20.04.54, Kostja und Mitya, Wasja, Kodja, haben hier gesessen. 7.11.53, 15 Wochen. Kutyunov ist ein Nachname. Banja. Also, wir wissen jetzt nicht, war es eine Brig oder war es vielleicht ein Aufenthaltsraum oder hat man hier ganz einfach die Wache geschoben. Auf jeden Fall haben sich hier die Jungs verewigt. Schön. So, dann gehen wir auch direkt weiter rum in den Hauptgang. Das ist quasi hier. Jetzt der Gang, wo wir gerade von der anderen Seite reingeguckt haben. Jetzt haben wir hier vorne noch eine alte Munitionskiste, in der scheinbar so eine Art Sand gelagert worden ist. Ich kann mir vorstellen, dass hier empfindliche Gegenstände, empfindliche Güter transportiert worden sind, die durch das Befüllen mit dem Sand halt von äußeren Einwirkungen geschützt worden sind. Ja, hier haben wir eine mit wahrscheinlich Leder verkleideten oder irgendeine Art Synthetikstoff, keine Ahnung was das ist, verkleideten Tür. Vielleicht war das aber auch so eine Art Geschäftszimmer von dem, der hier das Kommando hatte. Das könnte auch sein, weil der hat vielleicht eine etwas bessere Tür gekriegt, einfach nur der Optik halber oder was auch immer. Sieht fast wie so ein Blümchenmuster oder so Blätter oder so aus. Guck mal hier so Blüten und Blätter und. Ich glaube. Ja, guck mal, das ist auf jeden Fall eine Blume. Hier die Dingens, hier die Knospe quasi, also hier diese Blätter, der Stamm, die Knospe. Was macht das gewesen? Nein. Vielleicht hat einer einfach nur gemalt. Interessant. So, hier sind wir auch nochmal in so einer Art Kohlenkeller. Was hier aber interessant ist, hier liegen sämtliche alte Filmrollen. Man kann leider nichts mehr drauf erkennen. Zumindest mal nicht mehr so wirklich. Also ist alles komplett verblichen und wahrscheinlich war es auch noch nicht entwickelt gewesen. Aber ich glaube, das ist so eine Super 8 Filmrolle. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall sind mehr Bilder wie 20, was so früher auf auf so einem Fotofilm drauf war. Das glaube ich, dass das hier tatsächlich eventuell von einer Videokamera kommen könnte. Wenn wir hier durch die Tür gehen, könnten wir hier eventuell in alten Mannschaftsquartieren sein. Das ist alles hier so provisorisch mit Holz abgetrennt. Hier, man sieht es auch an den dicken Balken, hier ist mal so eine Tür nachträglich reingekommen. Die Verkabelung hier mit den Lichtschaltern oder sowas, ne? Das kam alles nachträglich. Hier vorne ist so eine Steckdose drin. Das könnte vielleicht wirklich so ein kleiner Mannschaftsraum, so ein kleiner Unterkunft für irgendeinen Soldaten gewesen sein. Der hatte hier eine Steckdose für eine Lampe beispielsweise und hier nochmal Licht oder keine Ahnung. Also Handys geladen haben sie da bestimmt nicht. Ja, hier ist nochmal quasi das auf der gegenüberliegenden Seite. Könnte halt, wie gesagt, da oben hängt ganz provisorisch und spartanisch eine Lampenfassung. Ja, und alles nur holzverkleidet. Nichts Wildes mehr. Ja, so meine lieben Freunde, auch hier im Bunker Nummer 4 würde ich sagen, haben wir alles gesehen. Wir danken der
Bunkerkatze auf jeden Fall fürs Zeigen. Das war auch unsere letzte Location, die wir jetzt zusammen begutachtet haben. Ein riesen fettes Danke auf jeden Fall. Der Tobi ist leider gerade nicht hier. Aber sehen wir den gleich doch oder schläft er? Ich weiß es nicht. Ne? Ich hoffe, das Auto steht noch da. Ich habe keinen Schlüssel. Der ist nach Hause gefahren. Ach so. Da haben wir doch gefragt, ob das okay ist. Ja, okay. Oh, ist okay. Na, ja, wir nehmen dich jetzt gleich mit. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Sag einfach Tschüss. Nee. Ja, wie gesagt, ein riesen fettes Danke an BunkerCatTV. Lasst bei ihr auf jeden Fall ein Abo da. Ja, das war es auf jeden Fall gewesen von diesem Bunker hier. Danke fürs Zusehen. Gebt einen Daumen nach oben auf das Video. Schreibt was in die Kommentare. Lasst ein Abo da.